Seit Monaten ringen Politiker um einen Frieden im Nahen Osten, ohne Erfolg. Ängste, Hass und uralte Feindschaften, Gewalt auf den Straßen und eine täglich wachsende Zahl von Toten machen diese Bemühungen zunichte und zerstören auch, was an gegenseitiger Verständigung zwischen Israelis und Palästinensern in letzter Zeit im Kleinen und Verborgenen gewachsen ist. Denn Tatsache ist auch, dass sich die Bevölkerung beider Seiten seit langem nach Frieden und Ruhe sehnt. Niemand weiß das besser als der israelische Psychologe Dan Bar-On. Er arbeitet seit Jahren hart an einer Versöhnung zwischen den verfeindeten Nachbarn und hat eine Methode entwickelt, die mittlerweile auch in anderen Konfliktgebieten aufgenommen wurde. Auf dem Weg ans World Economic Forum in Davos hat Dan Bar-On kurz bei uns im Studio Halt gemacht und sich mit Clara Obermüller unterhalten. Herr Bar-On, die Nachrichten aus Israel sind schlecht, es dreht sich die Welle der Gewalt, jeden Tag hören wir von Toten. Was bedeutet das für einen Menschen, der dort lebt und vor allem für jemanden wie Sie, der sich seit Jahren für Versöhnung und oder mindestens Annäherung zwischen den beiden Völkern einsetzt? Also es ist sehr schwer. Ein tägliches Leben ist es sehr schwer und auch in die Hoffnung für Zukunft ist geringer geworden. Also es ist nicht einfach die Hoffnung, die wir noch vor ein paar Monaten hatten, dass wir sehr nah zu einem Arrangement mit den Palästinensern nah sind. Dass diese Hoffnung hat sich leider wieder aufgegeben und einerseits sind wir eigentlich sehr nah zu einer Lösung, weil man sieht schon, über was es sich tut. Also ich glaube, das ist das erste Mal, dass man über diese schwierigen Sachen offen spricht. Aber andererseits, jeden Tag die Toten und die Schießen und das Leiden, auch von der palästinensischen Seite, aber auch von der israelischen Seite, sicher macht auch diese Hoffnung und diese Möglichkeit gering. Und in dem Sinn sind wir auch sehr nah zu einer Lösung, aber auch sehr weit von einer richtigen Lösung. Hängt das irgendwie zusammen? Also es muss ja Gründe geben dafür, dass jetzt doch relativ plötzlich, mindestens für uns von außen gesehen, plötzlich diese Gewalt wieder ausgebrochen ist, gerade als man dachte, man kommt der Sache näher. Also als Psychologe ist das mir doch ziemlich, also ich wusste nicht genau, wie Sachen sich entwickeln, aber es war mir ziemlich klar, dass so nah wir zu einer möglichen Lösung kommen, wird es mehr und mehr schwierig sein für Menschen eigentlich, dass sie jetzt genau wissen, über welche Träume sie verzichten müssen. Also weil es konkret wird gewissermaßen, weil man, also es ist ja relativ einfach, stelle ich mir vor, zu sagen, wir wollen Frieden. Aber wenn man realisiert, was es dieser Friede bedeutet oder welchen Preis er hat, hängt es damit zusammen? Jetzt ist es schon klar, dass die Siedlungen aufgelöst werden müssen, oder die meisten Siedlungen von Israel-Seite. Es ist klar, dass Jerusalem die Hauptstadt sein wird für beide Städte oder in bestimmten Gewissen. Es wird auch klar, glaube ich, dass die meisten Flüchtlinge nicht zu ihren Häusern zurückkommen können. Also die palästinensischen Flüchtlinge nicht in Israel zurückkommen könnten. Und das sind Sachen, wo ich glaube, also trotz man seit Oslo über die Sachen schon gesprochen hat, jetzt wird es real. Das erste Mal eigentlich für mehrere Leute. Und es hat für viele Leute Bedeutung, also persönliche Bedeutung, wo ein sehr großer Preis dafür ist. Und ich glaube, da muss man sehen, der Unterschied von solchen Top-Down-politischen Arrangements und Bottom-Up, emotionelle Prozesse von Vertrauen, die bei uns noch nicht genug passiert sind. Und darüber genau arbeiten wir in unserer Arbeit. Also Sie sagen, unsere Arbeit, das ist, also einerseits sind Sie Psychologe, also Professor für Psychologie an der Ben-Gurion-Universität in Beersheba und Co-Direktor eines Peace Research Institute. Prime. Zusammen, dass Sie zusammen mit einem Mit Professor Sami Adwan einem Palästinenser leiten. Daran arbeiten Sie. Haben Sie den Eindruck, dass das
Scheitern der politischen Verhandlungen etwas damit zu tun hat, dass eben die Bevölkerung, die Menschen, die dann betroffen sind von dem Ganzen, zu wenig vorbereitet wurden, eben auf diesen Preis, den der Friede hat. Also wir wussten schon seit langer Zeit durch unsere eigenen wissenschaftlichen Quellen, dass die Leute in der Straße von beiden Seiten Schwierigkeiten haben, ihre Träume aufzugeben. Da muss man auch verstehen, dass in so einem Konflikt, der 100 Jahre dauert, baut jede Seite ihre Identität gegenüber die andere Seite, mit dem Hass gegenüber die andere Seite. Und die Identität wird dann so als Opfer von der anderen Seite aufgebaut. Und wenn man jetzt in eine neue Phase eintritt, wo die andere Seite plötzlich ein Partner wird und nicht ein Feind mehr ist, dann muss man die Identität wieder neu aufbauen. Und solcher Prozess passiert nicht innerhalb ein paar Monate oder auch nicht innerhalb ein paar Jahre. Das ist eigentlich eine Generation Erziehungsarbeit, die in bestimmten Rahmen schon angefangen hat, aber sicher zu gering, wenn man über diese Prozesse gesellschaftlich denkt, also zu gering. Es würde fast heißen, dass die politischen Verhandlungen nach dieser Erziehungsarbeit oder nach dieser psychologischen Vorbereitung kommen müssten, oder? Ja, also wäre ideal, wenn es so sein könnte, aber sicher, es muss simultan passieren, weil erstmal muss man überhaupt anerkennen, dass ein Kompromiss nötig ist. Und dann kann man diese Prozesse anfangen. Und sicher, denn wenn Schwierigkeiten in den politischen Bereich anfangen, dann sind die Schwierigkeiten, verstärkt es die Schwierigkeiten auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Was würden Sie denn als Psychologe sagen, also Sie haben ja lange Erfahrung damit, wie müssten die Menschen, zum Beispiel die Siedler, Sie haben vorhin gesagt, man weiß, die Siedlungen müssen geräumt sein. Mhm. Das heißt, das sind Menschen, Hunderte, ja. Tausende von Menschen, die unmittelbar davon betroffen sind. Wo müsste man da ansetzen, was müsste man tun? Ja, also ich glaube, das ist eine von den hauptpolitischen Schwierigkeiten innerhalb Israel, dass eigentlich diese Siedlungen von alle Jahren von der Regierung unterstützt worden sind. Also auch wenn es rechts oder links Regierung waren, wurden sie unterstützt. Also sagen wir, eine der größten Schwierigkeiten von der letzten Zeit ist, dass auch in der Zeit von Barak wurden die Siedlungen weitergebaut, trotz Barak schon eigentlich mit den Palästinensern verhandelt hat, dass die teilweise aufgegeben werden. Und solche Plätze, wo Menschen sich da eingelebt haben, teilweise Kinder geboren, das ist so eine Umsiedlung von, das kannten wir schon von dem Camp David-Prozess mit den Ägyptern, das ist eine schwierige Verletzung für viele Leute. Und das dauert jahrelang, bis sie sich neu einleben. Und da müssen sie ganz überzeugt sein, dass es notwendig ist. Und es wird sicher in diesem Fall sehr schwierig sein, weil sie auch teilweise sehr rechtsradikal sind und dann auch dagegen sind, ideologisch. Also nicht alle, aber doch ein bestimmter Teil. Und dass sie die Mehrheitsbeschluss akzeptieren, das ist genau die Schwierigkeit, wo auch unsere Gesellschaft heute sehr gespaltet ist, um verschiedene Sachen, aber auch über dieses Thema. Wird denn von offizieller Seite, ich meine, Sie sind ja nicht direkt die offizielle Seite, wird von der offiziellen Seite, und zwar auf beiden Seiten, also bei den Palästinensern und bei den Israelis, überhaupt in diese Richtung gearbeitet? Ja, also da kommt dazu, glaube ich, dass wir zurzeit auch eine sehr schwache Leadership, also politische Leitung, Führung haben. Ich glaube, da war Rabin für uns ein viel besseres Beispiel, dass er persönlich diesen Weg gemacht hat von einem Kämpfer zu einem Friedenskämpfer. Und hat es auch mit dem Leben bezahlt. Und hat mit seinem Leben bezahlt. Ich glaube, Barak ist weniger klar in diesem Sinn. Trotz er vielleicht sehr mutig war in den Verhandlungen mit den Palästinensern, zu dem Publikum redet er weniger klar über was der Preis ist und warum es notwendig ist.
Und da sehen wir bei uns eine schwächere Leitung, die heute sehr wichtig wäre, weil die Leute, wie gesagt, da kommen in solche Identitätsveränderungen, kommen große Ängste hoch, hauptsächlich bei Juden, die schon immer Angst haben, so im Mittelosten eine ganz kleine Gruppe in einem See von Muslim-Ländern. Und auch bei der Palästinenser-Seite gibt es da große Ängste von Israel. Und da ist eben diese Führung so wichtig, dass die Führung diese Ängste hilft, runterzuarbeiten. Und unsere Führung und auch die palästinensische Führung ist da sehr, sehr schwach, würde ich sagen. Wie steht es denn mit den Intellektuellen, mit den Schriftstellern, also das ganze sogenannte Friedenslager, mir scheint das etwas still geworden zu sein in letzter Zeit. Also die letzte Unruhen haben da unsere Friedengruppen schwächer gemacht, weil die Friedengruppen schon das Gefühl hatten, also jetzt sind wir schon so nah dran. Und plötzlich kam ein Thema wieder hoch, also wir wollen, dass all die palästinensischen Flüchtlinge zurück nach Israel kehren, also das hat die Friedengruppen auch dann ängstlich gemacht. Vielleicht wissen sie nicht, mit wem sie reden. Und also es ist in diesem Sinn für viele Leute eine sehr mühsame Zeit, sich klar zu machen, was eigentlich genau passiert. Und deswegen sieht es auch so chaotisch aus. Also ein Tag sieht es, dass wir schon nah zum Frieden sind, und den nächsten Tag sieht es aus, dass wir zum Krieg gehen. Also es ist wirklich eine sehr chaotische Situation. Könnte es auch sein, dass also gerade im Friedenslager die Leute auch da wirklich realisieren, wo sie selber ihre Grenzen haben? Also man sagt, man ist vielleicht noch bereit zu sagen, Siedlungen ja, Räumen. Gemeinsam irgendwie mit Jerusalem teilen, okay, aber die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge, nein, da ist eine eindeutige Grenze. Und jeder hat diese Grenze ja irgendwo anders. Und dass auch diese Leute plötzlich ganz konkret an diese Grenze stoßen. Also das sehe ich bei mir bei den Studententreffen. Wir haben an der Uni Studententreffen, arabische und jüdische Studenten. Und die meisten jüdischen Studenten, die zu einem Treffen, zu einem Seminar kommen, gehören so zu der linken politischen Seite. Und eigentlich innerhalb der Gespräche mit den Arabern müssen sie sich klar machen, wo sind ihre eigenen Grenzen. Und dann finden sie raus, dass sie überhaupt nicht so links sind, wie sie gedacht haben. Und diese Bearbeitung, sich klar zu machen, was sind sie bereit zu bezahlen und was sind sie nicht so bereit zu bezahlen, und kann die andere Seite das akzeptieren, das passiert in einem Mikromaßstab innerhalb dieser Seminare eigentlich genauso, wie sie im makrogesellschaftlichen Maßstab auch passieren. Und ich glaube, es ist wichtig, dass dieser Prozess, dieser Durcharbeitungsprozess in dieser Zeit passiert. Vielleicht ist das die einzige gute Seite von solcher Unruhen, dass das passieren muss in dieser Zeit. Dass man die Dringlichkeit spürt des ganzen Prozesses. Nun arbeiten Sie ja selber seit Jahrzehnten, kann man sagen, mit Gruppen zusammen, die miteinander, ich sage es jetzt mal ganz banal, Schwierigkeiten haben. Sie haben angefangen, therapeutisch zu arbeiten mit Überlebenden der Shoah und vor allem dann mit deren Kindern, also deren Nachfahren, sogenannten Kinder und Opfer, Enkelkinder. Und sogar Enkelkinder, also sogenannten Opferkindern und Täterkindern, und haben da auch ihre eigene Methode entwickelt. Was geschieht da, wenn Sie solche Gruppen miteinander ins Gespräch bringen? Also ich arbeite eigentlich konkret mit einer Gruppe, von Kindern von Überlebenden von der Shoah, von Israel und von Amerika. Da muss man dazu sagen, dass die Überlebenden selbst, da habe ich nie einen Mut gehabt zu denken, dass sie sich begegnen müssen mit Leuten von ihren eigenen Altersgruppen von Deutschland oder von Österreich, weil ich gedacht habe, dass die Überlebenden selbst genug gelitten haben, und von denen erwarte ich nicht, dass sie auch in ihrem eigenen Leben noch so eine Überwindung machen müssen, die andere Seite wieder zu akzeptieren. Was ihnen in der Shoah passiert ist, was mit den zig Familienmitgliedern, die sie verloren haben, solche Veränderungen könnte ich nicht erwarten von meisten von diesen Personen. Also wenn es passiert, ist ein Wunder für mich. Aber ich könnte doch mir vorstellen, dass meine Generation, also die Kinder von Überlebenden,
da könnte ich eine Möglichkeit sehen und auch einen bestimmten Sinn, auch wichtig für uns selbst, dass wir diese Durcharbeitung machen können. Also in dem Sinn, dass wir die Ängste von unseren Eltern bearbeiten, um dass sie unseren Leben nicht mehr beherrschen und sicher auch dadurch unsere eigenen Kinder befreien. Also das war so meine Arbeit an der Seite von den Überlebenden. Ich kam zu der Frage, was ist eigentlich in der anderen Seite, also in der Täterseite passiert, viel später. Also es hat mir zig Jahre lang gedauert, bis ich überhaupt zu der Frage kam. Ungefähr Mitte der 80er fuhr ich dann nach Deutschland und habe Interviews geführt mit ungefähr 90 Kindern von Nazis. Ungefähr die Hälfte waren Kinder von Nazitätern, die persönlich beteiligt waren in dem Vernichtungsprozess von Juden, Zigeunern und anderen Gruppen. Und innerhalb 3 Jahre diese Personen Interviews geführt in Deutschland. Da muss ich dazu sagen, dass in der Zeit in Deutschland das kein Thema war. Also es wurde verschwiegen, dass zwischen uns in Deutschland leben oder zwischen der Bevölkerung in Deutschland leben zigtausende, sicher vielleicht hunderte von tausende von Kindern, dessen Eltern persönlich in diesem Vernichtungsprozess beteiligt waren. Und das war für mich also ungeheuer interessant und auch wichtig persönlich. Ich glaube, wenn ich in so einen Rückblick mir versuche, Gedanken zu machen, warum habe ich diese Forschung überhaupt geführt, könnte ich sagen, dass ich glaube, es war auch für mich wichtig, von dieses schwarz-weiße Bild von, also wir sind die Opfer, wir sind die Guten und da leben die Schlechten, die sind die Täter und ihre Kinder gehören dazu. Also von diesem schwarz-weiße Bild wollte ich mich entfernen. Ich war schon in einem Alter, wo mir das nicht mehr geholfen hat, dieses schwarz-weiße Bild. Und ich glaube, durch diese Forschung habe ich das zu bestimmten Sinn geschafft. Ein der Ergebnisse von meiner Arbeit da in Deutschland, von meinen Interviews, war, dass ich gesehen habe, wie eigentlich einsam die Leute mit diesem Teil von ihrer Familienbiografie leben. Also sie können über alles reden in ihrer Gesellschaft, aber niemals das thematisieren. Und da habe ich einen Versuch gemacht, sie zu einer Tagung einzuladen. Und also die meisten wollten nicht kommen, aber 12 Personen sind da zu dieser Tagung gekommen. Und wo sie sich da persönlich kennengelernt haben, haben sie beschlossen, ihre eigene Selbsthilfegruppe anzufangen. Das war 88. Es war in der Zeit die einzige Gruppe von Kindern von Nazitätern, die in Deutschland sich regelmäßig getroffen hat und dieses Thema bearbeitet hat. Das fand ich bewundernswert. Ich war schon zurück in Israel, ich habe da in diesen Treffen keinen Teil genommen, aber doch durch Korrespondenten nachgefolgt. Und dann nach 4 Jahren, also es hat sehr lange gedauert für mich, habe ich sie mal angefragt, ob sie jetzt bereit wären, sich mit einer Gruppe von Kindern von Überlebenden von der Shoah zu treffen. Mit denen Sie auch schon gearbeitet hatten vorher, die auch vorbereitet waren? Vorher, also teilweise meine Studenten in der Uni und teilweise waren es Kollegen, die heißen One Generation After in New York und in Boston. Und die waren bereit zu kommen. Und der erste Treffen hat stattgefunden im Juni 92 in Wuppertal in Deutschland. Wir waren 18 Personen, 9 von jeder Seite. Haben Sie das bewusst in Deutschland gemacht, am Ort gewissermaßen, wo das Ganze ist? Ja, also es war ein schwieriger Beschluss, das in Deutschland zu machen, weil es war Teil von den Jugend, war es ihre erste Fahrt nach Deutschland. Und das zu bewältigen alleine war ein schwerer Beschluss. Ihre Eltern kamen ja ursprünglich auch aus Deutschland, nicht? Ja, meine Eltern stammen von Hamburg und Heidelberg und sie sind 33 ausgewandert. Ich glaube, mein Vater hat gefühlt, dass es nicht gut gehen kann. Und er war schon ein Arzt, wie der Beschluss kam, dass Nicht-Juden nicht mehr erlaubt sind, zu jüdischen Ärzten zu kommen. Da hat er das Gefühl, er muss weggehen und hat sich dann so gekümmert, wohin. Er war kein Zionist und nicht religiös. Also wie er Israel ausgesucht hat, ist für uns alle noch eine interessante Frage. Aber hat meine Mutter überzeugt, dass sie nach Israel gehen und sind dann November 1933 ausgewandert nach Israel gekommen.
Er konnte als Arzt zuerst nicht praktizieren, da waren zu viele Ärzte. Also wie es jetzt wieder passiert ist mit den russischen Immigranten. Und hat da als in eine Garage gearbeitet für 5 Jahre, bis er zurück zu... Aber ich glaube, was ich gewonnen habe von dem frühen Auszug meiner Eltern, war, dass sie früh genug rausgekommen sind, ohne diese schwere Zeit in Deutschland zu erleben und mit noch positiver Erinnerung von ihrem Leben vorher. Und das hat, glaube ich, überhaupt es ermöglicht für mich, den Kontakt mit Kindern von Tätern aufzunehmen. Also wenn ich ein Kind wäre von Eltern, die in Auschwitz waren, oder würde ich das überhaupt nicht schaffen können, glaube ich. Aber trotzdem haben es ihre Gruppe hat es geschafft, miteinander ins Gespräch zu kommen, einander ihre Geschichten zu erzählen, ihre Erfahrungen, wie es, was es für sie bedeutet. Und da muss ja etwas geschehen sein, also es, oder muss immer wieder etwas geschehen. Und es ist ja auch eine Methode, die sie weiterhin anwenden mit anderen Konfliktgruppen, Südafrika, Nordirland und eben ganz besonders auch bei Ihnen zu Hause mit den Israeli und den Palästinensern. Können Sie sagen, was geschieht, wenn Menschen so aus verfeindeten Lagern einander gegenüber sitzen? Sie sagten eine Methode. Also ich muss ehrlich sagen, dass es am Anfang keine Methode war. Also es ging eigentlich ziemlich spontan. In dieser Gruppe ging es los. 18 Leute kamen in ein Zimmer und sie sollten sich gegenseitig vorstellen. Und manchmal dauert es in einer Gruppe so eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und in dieser Gruppe hat es 3,5 Tage gedauert, bis jeder Person das erste Mal gesprochen hat. Und in diesen 3,5 Tagen ist eine kolossale auch Nähe sich entwickelt durch diese Erzählung von persönlichen Geschichten. Und diese persönlichen Geschichten, da hatte ich die Gruppe beschlossen, sich wiederzutreffen. Und mich jedes Jahr so für 4-5 Tage seitdem regelmäßig getroffen. Und da haben wir gesehen, dass diese Geschichten immer weitere Geschichten, also wenn man sich seine persönliche Geschichte erzählt und sich gegenseitig zuhört, so ganz andere persönliche Geschichten, kommen immer wieder neue Sachen hoch. Und dass dieses Erzählen und Wiedererzählen und zuzuhören und was das bearbeitet wird innerhalb einer Biografiekonstruktion, solcher Prozess, das haben wir langsam anerkannt, dass das eigentlich eine Methode sein kann. Und das war mehr so uns selbst forschen in einem bestimmten Sinn. Und da nach 6 Jahren haben wir beschlossen, dass wir eigentlich versuchen wollen und oder die Antwort bekommen, ist unsere sozusagen eine Methode, hat es einen Sinn eigentlich auch für heutige Konflikte. Also es war uns klar, dass unser Konflikt, der von zig Jahren ist ganz anders von heutigen Konflikten zwischen Palästinensern und Israelis oder in Südafrika und Nordirland. Und da haben wir von jedem Land 6 Personen eingeladen, von beiden Seiten. Und hatten so ein Seminar geführt in Hamburg, der wurde hier berichtet in diesem Buch, von der Körperstiftung unterstützt. Und da haben wir eigentlich das versucht beizubringen, also wem erzählt man sich gegenseitig die Geschichten und was passiert, wenn solche Geschichten dargestellt werden. Und da konnte man gleich sehen, dass trotz, sagen wir und unsere palästinensischen Mitarbeiter und schon ein paar Jahre zusammen gearbeitet haben, haben wir uns noch niemals unsere persönlichen Geschichten erzählt. Und was passiert eigentlich zwischen uns, wenn das so ein Prozess was anfängt? Was passiert, wenn man sich auf so etwas einlässt? Was sagt der Psychologe? Ist es das Miterleben des fremden Leids, das Mitleiden, wie wir ja sagen, die Empathie, aus der dann Verständnis und letztendlich Versöhnung wachsen kann? Oder was ist es? Ja. Also wir nennen unsere Gruppe TRT, das heißt To Reflect and Trust. Und die Gruppe also Nachdenken hat das, und Vertrauen. Ja, und das haben wir eigentlich ausgesucht als eine Alternative zu Versöhnung. Weil Versöhnung, da gibt es große Unterschiede zwischen Juden und Christen in dem Verständnis, was Versöhnung ist. Es fragt sich auch, wer sich mit wem versöhnt. Also ja, ob sich und auch es gibt ganz verschiedene Regeln in Judaismus und im Christentum, wie man das macht. Oder ob es überhaupt möglich ist in bestimmten Situationen.
Aber reflektieren und Vertrauen aufbauen ist scheinbar ein gemeinsames Thema, der durch so einen Erzählungsprozess passiert. Und dann ist man bereit, bestimmte Sachen wieder nachzufragen in meiner eigenen Biografie. Also ich sehe es jetzt mit meinen Studenten, wie ich vorher erzählt habe, die mit den arabischen und jüdischen Studenten in der Uni. Wir arbeiten dieses Jahr das erste Mal in derselben Methode. Und da passiert derselbe Prozess, dass man plötzlich fragen, die Araber, ihr erzählt eure Geschichten, ohne irgendwas zu erwähnen, dass unsere Großeltern von ihren Häusern weggetrieben worden sind. Wer hat es denn gemacht, wenn ihr in eure Biografie kommt es nicht vor? Und unsere Biografien sind voll mit diesen Geschichten. Und dann muss man zurückreflektieren. Wie passiert es, dass jeder sich seine eigene Identität oder Geschichte aufbaut und so die anderen Geschichten rauslässt, ohne es zu wissen oder zu fühlen. Dann plötzlich auch nicht mehr eindeutig die Grenze, wer ist Opfer, wer ist Täter. Genau, dadurch kommt die Frage, denn ich bin nicht nur ein Opfer. Also scheinbar ist in meine Geschichte steckt irgendwo auch ein Täter dabei. Und wo ist er genau? Und wie komme ich da zusammen mit diesen zwei Rollen in meiner eigenen Identität? Also dieser Prozess, der dauert sehr viel Zeit. Also das ist kein schneller Prozess. Ich kenne keinen Weg, das zu verkürzen. Aber dieser Prozess ist kolossal wichtig. Und ich glaube, er ist auch relevant, sagen wir, in unsere konkrete heutige Konflikte. Also als Beispiel, in Hamburg sah ich das erste Mal in einem Zimmer, saßen zusammen deutsche Kinder von Tätern, Nazitätern, jüdische Kinder von Überlebenden von der Shoah und Palästinenser. Und dieser Dreieck, das war hochinteressant, sich anzusehen, was in solchen Situationen passiert. Und da sah ich, sagen wir, das erste Mal wurde es mir klar, dass die jüdische Mitglieder in dieser Gruppe eigentlich sich wohler fühlen mit den Deutschen, weil sie da die klare Rolle von den Opfern haben und vielleicht auch kulturell mehr europäisch fühlen teilweise, als gegenüber den Palästinensern, wo sie auch eine bestimmte Täterrolle haben und auch kulturell größere Schwierigkeiten haben, sich mit den zu identifizieren. Also das wurde eigentlich in diesem Raum das erste Mal so klar. Solche Fragen, die sicher in einem Mikrokosmos passieren, aber auch dieselbe Fragen existieren, glaube ich, auf der gesellschaftlichen Makroebene. Und wie vollzieht sich, also wie, oder anders gefragt, wie kommt man heraus aus diesem Teufelskreis von Ängsten, Hass, Misstrauen, also all diesen negativen Gefühlen, die ja noch dazukommen zu dieser Schwierigkeit, zu diesem Dilemma, bin ich nun Opfer oder Täter oder beides. Wie kommt man aus diesem Teufelskreis heraus? Also es ist, manchmal dauert es Generationen. Also ich glaube, wir sehen, wir haben es auch hier, habt ihr es in Europa erlebt, dass, wie viele Jahre hat es gedauert von der Zeit vom Krieg, dass sich eine andere Beziehung zwischen Ländern, die Feinde waren, entwickelt hat. Erstmal England und Frankreich, nachher Deutschland und Frankreich oder Polen und Deutschland. Es dauert sehr lange Zeit, aber zeiterlang wird es nicht schaffen. Also dafür, was wir in Bosnien gesehen haben, war, dass es eigentlich überdeckt worden ist durch den kommunistischen Regime. Aber wie der weg war, kamen all die schwere Gefühle, die nicht bearbeitet worden sind, von Ersten Weltkrieg oder Zweiten Weltkrieg wieder hoch in einen Neugewaltausbruch. Und da hat es sogar nicht geholfen, dass sie 46% hatten von Intermarriage, von gemischten Ehen. Ja. Ehen. Und also Zeit alleine hilft nicht. Da muss man die Zeit benutzen, um eine Arbeit zu leisten. Und man muss wissen, wie wichtig diese Arbeit ist. Also man muss die Schultextbücher neu beansichtigen. Und man muss verstehen, wie mein Narrativ anders ist als der Narrativ von meinem sogenannten Feind. Und wie kann das Feindbild sich verändern zu einem Feindbild, der jetzt ein Partner ist? Und man ist in der Zeit noch nicht sicher, dass das immer so sein wird. Also man hat nicht die Sicherheit, es wird versprochen, dass niemals mehr Gewalt
passieren wird. Und das ist ein ganz schwieriger Prozess. Und leider, glaube ich, haben Politiker wenig Verstand für so einen Prozess. Auch für die Zeit, die es braucht wahrscheinlich. Die Zeit und die Art von Arbeit, die wird. Also es muss nicht nur ein so ein kleines, es kann auch in anderen Formen. Und leider, sagen wir, in dem palästinensischen, israelischen Fall, haben Tausende von Leuten auf diese Thematik gearbeitet seit Oslo. Und die ganze Arbeit wurde von dem Politiker zur Seite geschoben durch diesen letzten Ausbruch von Gewalt. Und ich finde das so schade, dass Politiker diese Arbeit nicht genug schätzen. Es hat vielleicht auch damit zu tun, das scheint mir eine wichtige Frage zu sein, Sie haben öfter schon das Wort des Mikrokosmos gebraucht. Hm. Wie kommt man aus diesem Mikrokosmos auf die nächsthöhere Ebene, in den Makrokosmos oder vom individualpsychologischen, privaten, persönlichen in den gesellschaftlichen Bereich? Wie funktioniert das und genügt dieser individualpsychologische Ansatz oder bräuchte es da begleitende Maßnahmen politischer, gesellschaftlicher, ökonomischer Natur auch? Ja. Also es ist eine ganz schwierige Frage. Wenn man diese Frage beantworten kann, das ist eine Millionen-Dollar-Frage. Und leider, ich weiß nicht, ob ich die gute Antworten dazu habe. Für mich war der Ziel, erstmal zu sehen, was kann ich in einem kleinen Raum schaffen. Und sicher ist ein kleiner Raum, denn wie so eine Laboratory, also so ein Laboratorium, der so geschützt ist. Und da, wenn es geschützt ist, können Sachen sich entwickeln, die außerhalb funktioniert der Hass, die Asymmetrie, der Missvertrauen, die Media. Und das arbeitet alle in eine andere Richtung. Aber ich glaube, was ich doch gesehen habe, dass wenn man von einer kleinen Gruppe anfängt, das kann sich sehr leicht multiplizieren. Einerseits. Andererseits, also so eine Gruppe Arbeit, wenn sie wirklich irgendwas schafft, von denen kann man lernen über die Prozesse und wie schwierig die Prozesse sind, auch in der Mehrheit, also außerhalb der Raum in der Gesellschaft. Und wie viel Arbeit ist da notwendig, um das weiter zu bearbeiten? Ich denke, dass in Ihren Gruppen, Sie haben die Leute ja ausgewählt und ich vermute, dass das auch Menschen waren, die schon eine Bereitschaft zu diesem... Ich habe sie nicht ausgewählt. Oder also, aber sie haben sich selbst, oder sie haben sich selbst ausgewählt. Punkt, ja. Aber umso mehr muss ja eine innere Bereitschaft gewesen sein, sich auf diesen Prozess einzulassen. Also ein bisschen bekehrt man dann die schon Bekehrten. Wie erreicht man denn die anderen, die feindselig sein wollen oder meinen, sie wollen es sein und bleiben, die denn ihren Hass pflegen, die ihr Feindbild pflegen. Also das ist ja die größere Zahl einstweilen noch wahrscheinlich. Also sagen wir nehmen mal ein Beispiel von den 90 Kindern von Nazitätern, mit denen ich Interviews geführt habe, waren 12 bereit, zu diesem Seminar zu kommen. Und 9 von denen kamen dann zu der gemeinsamen Gruppe von Kindern von Überlebenden und Kindern von Tätern. Also es sind ein Zehntel. Ungefähr. Das sind nur die Interviewpartners, also sicher sind mehrere, die auch nicht bereit wären, so ein Interview zu führen. Aber wenn ein Zehntel bereit ist, weiterzugehen, ist immer eine kleine Minderheit. Also da muss man immer rechnen, dass solche gesellschaftliche Prozesse fangen immer an mit einer kleinen Gruppe, die bereit ist dafür. Aber wenn sie weiterkommt und ein Vertrauen hat, dass ihre Arbeit wertvoll ist, dann kann es einen Weg zeigen, der vorher nicht da war. Also zwischen Familien von Überlebenden und Familien von Tätern von der Shoah war kein Weg möglich. Zwischen Palästinenser und Israelis war kein Weg möglich vor 10 Jahren, also gesellschaftlich. Und da kann man sehen, wie solche Prozesse sich entwickeln werden. Die Frage ist jetzt, wie viel wird es kosten, dahin zu kommen und wie kann man diese Kosten runterbringen? Und denn ist so eine Gruppearbeit, glaube ich, sehr wichtig, um eigentlich den Weg zu zeigen, wie man weitergehen kann. Konnten Sie voneinander lernen, die Gruppen aus
Irland, aus Südafrika und eben ihre eigenen Leute. Also sagen wir schon, ein wichtiger Vorteil für diese Gruppen ist, dass sie nicht mit den Kindern arbeiten müssen, aber sie können schon mit den Tätern und den Opfern selbst arbeiten. Also sagen wir, ich war jetzt in Nordirland, da haben unsere Gruppenmitglieder ein Seminar geführt mit Engländern, die in Nordirland gekämpft haben, mit Protestanten und Katholiker von Nordirland, die in den Kampf teilgenommen haben. Und diese Möglichkeit, schon darüber zu reden, in der ersten Generation, ist schon ein großer Vorteil, den wir nicht hatten in dem Fall von der Shoah. Also in diesem Sinn, ich sehe eigentlich, dass wie solche Sachen weit vorwärts gehen, aber da muss man auch ein Gefühl haben für soziale Prozesse. Also man muss ein Verständnis haben, dass soziale Prozesse passieren nicht, wie man sie in den Medien zeigt. Oder man weiß überhaupt nicht immer, wo sie genau passieren. Und man muss sich ein Gefühl und ein Verständnis für diese Prozesse schaffen, um auch sie helfen, weiterzugehen. Was muss man denn zum Beispiel anders sehen? Also ich glaube, man muss erstmal die Möglichkeit sehen, dass Leute, die sehr schlecht gegenüber andere Leute sprechen, dass sie sich verändern können. Also das ist nicht irgendwas Endgültiges gesagt über Menschen. Überhaupt, solange man lebt, können sich Sachen verändern. Wenn man nicht mehr lebt, kann sich nichts mehr verändern. Aber solange man lebt, können sich Sachen verändern. Und ich kenne Leute, die zig Jahre in einem bestimmten Weg gegenüber die anderen Gruppen gesprochen haben und plötzlich kommen andere Töne und manchmal am Anfang an ganz kleine Nuancen nur, aber die können sich verändern. Also so eine Veränderungsmöglichkeit, das muss man sich schaffen und dann versucht zu sehen, wo kann sie passieren. Man muss da auch sehr real sein und man muss auch real sein, dass die Spannung zwischen so einem kleinen Raum und was draußen passiert, diese Spannung ist sehr schwierig zu erhalten. Also viele Leute können nicht weitergehen, weil sie diese Spaltung oder diese Spannung nicht erhalten können. Und da muss man immer zu sehen, was ist eigentlich jetzt das Problem, in den Prozess weiterzuführen. Und es ist nicht immer einfach, den genau zu verstehen oder kennenzulernen. Das ist deswegen so ein Trial-and-Error-Prozess, wo man Sachen versuchen muss und was nicht geht, dann muss man das zur Seite lassen und irgendwas anderes versuchen, aber nie aufgeben. Wie haben Sie es eigentlich selber geschafft? Also wir haben ganz am Anfang gesagt, Sie leiten dieses Peace Research Institute in the Middle East zusammen mit einem Kollegen, einem palästinensischen Kollegen. Sie müssen sich auch irgendwann einmal gefunden haben. Also das ist eine sehr interessante Frage. Also ich wollte mal erstmal über Sami Adwan selbst sagen, dass er mehrere Jahre mit Israelis überhaupt nicht sprechen wollte. Er hat studiert in Amerika, da in Kalifornien, da wo er gehört hat, dass ein Kurs, eine israelische dabei ist, wollte den Kurs nicht nehmen. Also so hat er sich geäußert. Er war später, wie er zurückkam, war er beteiligt in der ersten Intifade, hat im israelischen Gefängnis gesessen. Also er war sehr negativ gegenüber Israel. Aber das Interessante ist, dass in der Zeit von seinem Gefängnis hat er plötzlich kennengelernt, dass es verschiedene Israelis gibt in diesem Platz. Und das hat eigentlich ihn Gedanken gemacht, vielleicht könnte er eigentlich durch andere Israelis, die er vorher sich vorgestellt hat, irgendwas zusammenschaffen. Und das brach eigentlich zu unserer Begegnung. Und wir haben ganz langsam angefangen. Also es war uns klar, dass wir erstmal den Vertrauen zwischen uns aufbauen müssen. Und wir haben angefangen, dass wir ein Interview geführt haben. Ich mit einem Israeli, der in der Intifada teilgenommen hat. Und er mit einem Palästinenser, der in der Intifada teilgenommen hat. Und wir haben diese zwei Interviews gegenseitig zueinander vorgestellt und dann ganz langsam weitergegangen. Und ich sehe jetzt die Wirkung, weil in dieser schwierigen Zeit, wo wir uns eigentlich kaum treffen konnten wegen des Schießen, also unser Institut ist in Bejala, wo Teil von dieses Schießen passiert ist und
Erstmal habe ich beschlossen, ich fahre immer weiterhin, wenn er bereit ist, mit mir sich zu treffen. Und wir hatten eigentlich unseren Kontakt innerhalb dieser ganzen Zeit weitergeführt und auch unsere Forschung, die wir jetzt machen, weitergeführt. Und das hat mir gezeigt, dass wenn man so einen Prozess ganz langsam und ganz ausführlich durchführt, denn in solchen Zeiten, wo eigentlich die Gefahr ist, dass alles kaputt geht, ist da weitersteht. Dazu kam auch, dass wir uns persönlich kennengelernt haben, die Familien gegenseitig kennengelernt haben. Er hat mich zu einem palästinensischen Flüchtlingslager gebracht und dass ich den kennenlerne. Ich habe ihn eingeladen, nach Yad Vashem mit mir zu gehen, dass er diese Seite von meiner Geschichte kennenlernt. Und das ist immer, da kommt immer einen kleinen Schritt, jedes Mal weiterzugehen, nicht alles auf einmal zu schaffen. Ist das eigentlich ganz, wie Sie das jetzt beschreiben, etwas ganz Einfaches? Also ich realisiere, der andere hat genauso Angst wie ich. Der andere hat genauso gelitten wie ich. Es hat ihm genauso, manchmal in bestimmten Sinn noch mehr. Oder vielleicht sogar noch mehr. Und dass ich über diese Gemeinsamkeiten gewissermaßen den Menschen im Feind sehe. Ja. Also wie Sie sagen, es ist eigentlich manchmal sehr einfache Sachen. Und da sieht man, wie die einfachen Sachen so schwierig sind mitzubekommen oder sich anzuerkennen. Und ich glaube, in diesen Möglichkeiten von sehr konkreten und einfachen Sachen anzufangen, also nicht Versuch von das globalische, ideologische, politische Media-Wege von Gesprächen wegzugehen und die Möglichkeit, einen innerlichen Dialog anzufangen, der unterstützt wird mit einem Dialog mit der anderen Seite. Und dadurch die Identität zu reflektieren, was bedeutet das für meine eigene Identität und meine kollektive Identität. Wie haben Sie Verbündete gefunden? Also wie haben Sie das Institut, das besteht ja nicht nur aus Ihnen beiden. Ja, also da hatten wir eine Hilfe bekommen von Professor Müller, der ist der Vorsitzende von der Friedenforschung Institut in Frankfurt. Und der kam und eigentlich zu unserer Situation in 96 und hat versucht zu sehen, ob eine Möglichkeit wäre, so ein Institut aufzubauen. Und das passte genau in den Prozess, wo wir waren. Und da haben wir mehrere Kollegen nachgefragt, ob sie Interesse hatten und haben so eine Gruppe von ungefähr 12 Forscher von jeder Seite gefunden, in verschiedenen Unis, auch in Israel und auch in der palästinensischen Seite. Und haben uns dann zusammengetroffen, das erste Mal in Osmanhausen in Deutschland und dann weiter in Israel und in palästinensische Gebiete. Und dann 98 angefangen, diesen Institut. Und die Schwerpunkte Ihrer Forschung sind? Also jede Forschung, der gemeinsam von israelischen und palästinensischen Forscher. In jedem Fall, jedes Projekt. Ja, es muss immer gemeinsame Projekte sein. Also wir fördern nicht Projekte, die von einer Seite gemacht worden sind. Auf jedes Thema, der irgendwie diesen Prozess weiter, also es könnte in Medizin sein, es könnte in der Umgebung Thematik sein, es könnte Erziehung sein, es könnte in Sozialwissenschaft Gebiet sein, aber es soll von Personen von den beiden Seiten zusammengeführt werden. Es können auch Leute von Ausland dabei sein, aber diese zwei Seiten müssen dabei sein und es soll irgendwie die Thematik von diesem Friedenaufbauprozess helfen. Und haben Sie nie Probleme damit, dass Sie gewissermaßen als Israeli auf der Seite der Macht stehen? Also sicher müssen wir anerkennen, was das bedeutet für den Palästinenser. Also sagen wir, wie wir den Platz ausgesucht haben. Und ich kannte schon die Erfahrungen von Peres-Institut oder anderen Instituten, haben wir beschlossen, diesen Ort in Talita Kumi, das ist eine lutheranische Schule in Bejala, also im palästinensischen Gebiet, auszusuchen
erstmal praktisch, dass die Palästinenser da hinkommen können, ohne ausscheiden durch die Sperren zu müssen. Und auch, dass sie sich fühlen, dass es von ihrer eigenen Seite kontrolliert sein kann. Und das war ein kolossaler, wichtiger Beschluss, also strategisch. Da haben wir Teil von unserer Macht sozusagen aufgegeben, um eine mehr symmetrische Situation. Und jetzt in diesen schwierigen Monaten hat sich das gezeigt. Also wenn es eine israelische Seite wäre, könnte Sami und ich uns nicht treffen. Und ich konnte da doch auch hinkommen. Also solche kleine technische Beschlüsse machen denn die Realität auch anders. Aber sicher, wir müssen auch, manchmal wird es uns erst innerhalb der Arbeit klar, wo kommt die Macht rein und wie kann man sie bearbeiten oder, und nicht immer ist es möglich. Also ich sehe ein, dass solange die realische Situation so unsymmetrisch sein wird, wird diese Arbeit sehr langsam vorangehen. Also nur wenn es sich verändern wird und die Palästinenser sich gegenüber Israelis besser fühlen, also sie haben ihren eigenen Staat, sie sind nicht immer von Israelis bewacht und haben nicht diese existenzielle Probleme, dann wird diese Arbeit mehr möglich sein. Aber haben Sie in den letzten, also seit Sie das machen, den Eindruck gehabt, dass es ausstrahlt, dass es, also man möchte ja etwas bewirken, ja. Man tut es also ja nicht nur für glaube, sich selber. Ich sehe es so, also die Richtung, die wir versuchen zu gehen, wir wollen so einen Datenraum aufbauen, dass wenn die Möglichkeit sich entsteht, es schon da sein wird. Also sagen wir, Sami und ein israelischer Kollege versuchen jetzt einen neuen historischen Textbuch für Schulen zu schreiben. Da wird über verschiedene Daten in unserem Konflikt zwei Narrative geschrieben. Ein palästinensischer Narrativ von diesen Ergebnisse und ein israelischer Narrativ. Also mit dem ganzen Widerspruch, der da drin liegt, ja. Mit diesen und dann zwei in der Mitte, Wahrheiten. Ja, und in der Mitte einen offenen Platz, da können sich die Schüler und die Lehrer ihren eigenen Narrativ reinschreiben. Also dieser Textbuch, das wird 2 Jahre dauern, bis er vorbereitet sein wird. Ich hoffe, dass in 2 Jahren, wenn er da ist, werden die Bevölkerung und die Lehrer und die Schulen so weit sein, dass sie das wollen. Und dann wird es schon da sein. Also wir müssen eigentlich für Zeitpunkte in der Zukunft uns vorstellen, was wird da notwendig sein und was können wir heute tun, dass das, wir wissen, dass wir in einer, vielleicht schon in einem anderen Platz sind im Vergleich zu, aber wie können wir das eigentlich nützlich gebrauchen, um Sachen darzustellen, die denn für anderen vorhanden sein werden. Aber Sie sind immer darauf angewiesen, dass es auch verlangt wird. Also Sie können es ja nur anbieten, Sie können niemanden zwingen, mit diesem Buch zu arbeiten, ja, also beispielsweise. Vielleicht, es hat mir schon mehrere Male Leute gesagt, vielleicht leben Sie 50 Jahre zu früh. Es könnte sein, ja, also ich kann das kann man nicht genau schätzen. Es kann sein, dass diese Sachen zu früh sind und es wird länger dauern. Und ich bereite mich auch dafür vor, dass vielleicht nur meine Kinder oder meine Enkelkinder solche Möglichkeiten genießen können. Aber ich habe auch die umgekehrte Angst. Wenn die Möglichkeit sich schon früher entsteht und nichts wird da sein, würden wir denn nicht diese Möglichkeit versäumen, weil es diese Unterstützung nicht vorbereitet worden ist. Und dafür sorge ich mehr. Also das ist meine Sorge. Wenn es zu früh sein wird, wird es zur Seite gelegt, bis es die Zeit kommt. Bis die Zeit reif ist. Ja. Kommen wir nochmal auf die aktuelle Situation zurück. Sie haben ganz am Anfang gesagt, es sei schwer, die Hoffnung aufrechtzuerhalten. Und ich meine auch herausgehört zu haben, dass Sie manchmal das Gefühl haben, es war alles umsonst, man hat uns alles kaputt gemacht, die große Politik. Wie sieht denn das jetzt im Moment aktuell aus? Wir stehen vor den Wahlen, vor entscheidenden, schicksalhaften Wahlen, denke ich. Also ich habe große Ängste von den Wahlen. Ich habe Angst, dass wenn Sharon gewählt wird, und jetzt sieht es so aus, als wenn das passiert wird, wird es einen Rückschlag geben auf den Prozess. Also es wird,
ich habe Angst, dass er, auch wenn er sich so darstellt als ein Frieden, dass er für den Frieden ist und er will einen anderen Weg. Also ich habe wenig Vertrauen zu ihm, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ihn zu viele Male erlebt in eine ganz andere Form, in Sabra Shatila, in Kibia, in anderen. Und ich habe nicht Vertrauen, dass dieser Mann sich genug verändert hat in diesem Sinn. Und er auch ist ein Symbol für eine Gruppe bei uns, die hassvoll sind, die kein Vertrauen haben zu der anderen Seite. Also ich sehe nicht, wie sich von da irgendwas Positives entwickeln kann. Es kann vielleicht paradoxal praktisch politisch sein, dass so ein Mann, genau wie Begin, die Siedlung von den ägyptischen Begebenen, dass so ein Mann vielleicht mehr Kraft haben wird, die Siedlungen von... Die er selber errichtet hat. Ja, und das könnte sicher sein, das sind immer so pragmatische Fragen oder politische Fragen, die paradoxal denn funktionieren können. Aber ich glaube, über diesen Prozess, den ich gesprochen habe, wird ein Rückschlag kommen. Und da muss man sich dazu einrichten. Also ich glaube, Rückschlag kann immer noch ein paar Jahre dauern. Leider wird es bedeuten, dass ich weiß nicht, wie viele zig Leute denn ihren Leben verlieren werden. Die Kosten von solchen Rückschlägen sind immer ganz furchtbar. Und das bedeutet, dass mehr Leute, jüngere Leute auch mehr hassvoll sein werden. Also man muss da denken, was das bedeutet eigentlich für die nächsten Generationen. Aber ich glaube, dass der Prozess zwischen, also und es kann auch noch viel, es gibt dann noch viel schlimmere Möglichkeiten von Krieg in Mittelosten und so weiter. Aber ich glaube doch, dass für viele Leute dieser Prozess nicht rückkehrbar ist. Und der Verständnis ist schon in der Bevölkerung. Also als Beispiel für mich, auch in der Zeit, wo der Kritik gegenüber Barack sehr stark war und eine kleine Minderheit nur für ihn bereit war zu wählen, war es klar, dass die Mehrheit für weiter den Prozess mit den Palästinensern zu führen, die Verhandlungen weiterzuführen. Und das zeigt mir, dass, und es, ich weiß auch, dass wenn wir vor 10 Jahren konnte man nicht über Jerusalem reden, konnte man nicht über palästinensische Stadt reden. Das hat sich verändert bei uns. Und ich glaube auch zu bestimmte Maß auch in der palästinensischen Bevölkerung. Und ich hoffe, dass dieser Prozess irreversibel ist. Was gibt Ihnen ganz konkret immer wieder die Kraft, nicht aufzugeben? Das ist eigentlich schon fast meine letzte Frage. Ja. Also irgendwie der Wunsch, dass meine Enkelkinder, die ich habe schon 3 vor mir, die ich sehe, dass die in ihrem eigenen Leben vielleicht keinen Krieg mehr durchgehen müssen, persönlich. Und dass dadurch sie eine andere Möglichkeit für ihr Leben sehen, als immer unter der Gefahr von Gewalt und Krieg, die leider in meinem Leben, trotz ich selbst in Israel aufgewachsen bin und nicht die Shoah persönlich durchgemacht habe, dass ich leider mein Leben und meine Gesellschaft noch beherrscht hat. Und ich sehe, also ich glaube, viele Mal, wenn ich so andere Personen ringsherum angucke, leben sie manchmal ihr Leben auf den Konto von der nächsten Generation. Und ich glaube, durch vielleicht die Lehre von meinem Vater, der ein Arzt war, also wir müssen für die nächste Generation in unserem Leben sorgen, um dass sie ihr Leben vielleicht in eine andere Form führen können. Herr Baron, ich danke Ihnen, dass Sie zu uns gekommen sind und wünsche Ihnen weiterhin diese Kraft. Danke. Wenn Sie mehr über die Arbeit von Dan Baron wissen möchten, seine Erfahrungen mit Angehörigen der verschiedensten Konfliktparteien sind festgehalten im Buch Dan Baron – Den Abgrund überbrücken, herausgegeben von der Edition Körber Stiftung Hamburg 2000. Über unsere Sendung erfahren Sie mehr auf unserer Internetseite www.sternstunde.ch oder Sie können uns schreiben, wenn Sie das Gespräch mit Dan Baron auf Video beziehen möchten.
Schweizer Fernsehen DRS, Redaktion Sternstunden, 8052 Zürich. Bis zur Begegnung mit Andrei Tarkowski in der Sternstunde Kunst hören Sie nun ein musikalisches Intermezzo.